Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren iOS Tipps und Tricks Video. Ja, heute gibt's mal wieder drei iOS Betriebssystem Tipps für euch. Und der erste hat was mit der Tastatur in der Mail App zu tun. Und zwar, wenn ihr in der Mail App eine neue E-Mail schreibt und jetzt zum Beispiel eine E-Mail Adresse schreibt, wie zum Beispiel blablabla at blablabla und jetzt wollt ihr .de schreiben, gibt es dafür auch einen Shortcut. Und zwar könnt ihr den Punktknopf halten und dann poppen hier verschiedene Endungen auf, wie zum Beispiel .com oder hier eben .de. Und das ist wirklich ein cooler Trick, weil ihr dadurch viel schneller E-Mail-Adressen in der Mail-App schreiben könnt. Der nächste Tipp, den ich euch heute zeigen möchte, hat was mit dem Safari Webbrowser zu tun. Und den öffne ich einfach mal und ihr seht schon, ich habe hier die Website vom iPod Touch geladen. Und wenn wir hier mal näher ranzoomen, ich hoffe, das ruckelt jetzt nicht allzu sehr, dann seht ihr hier, wir haben hier einen Link, weitere Infos, wie wir ihn auf vielen, vielen anderen Websites auch finden. Ihr kennt es, wenn ihr hier jetzt normalerweise draufklickt, ich mache es hier mal kurz, dann lädt auf dieser Website die Website, wo der Link hinführt, neu. Das heißt, ihr verliert praktisch den Tab mit dieser Website und kommt auf die neue Website. Was ihr aber auch machen könnt, ist das Halten und auf neuer Seite öffnen, tippen und dann habt ihr hier diese Seite in einem neuen Tab geöffnet. Aber das ist noch nicht ganz der Trick, den ich euch zeigen wollte, weil ich dachte, das hier ist bestimmt schon vielen Leuten bekannt. Sondern es geht um was anderes, und zwar um eine Funktion, die sich im Hintergrund öffnen heißt. Die sich im Hintergrund öffnen nennt. So, genau. Und zwar könnt ihr in den Einstellungen unter Safari hier einstellen, warte, wo ist es denn? Links öffnen statt auf neuer Seite im Hintergrund. Und was das Ganze jetzt macht, das zeige ich euch hier einfach mal kurz. Und zwar statt in diesem auf neue Seite öffnen, kommt jetzt hier durch Halten dieses im Hintergrund öffnen. Und wenn ihr da drauf klickt, seht ihr hier, die Website öffnet sich im neuen Tab, obwohl ihr noch auf der alten Website drauf seid. Das ist besonders cool, wenn ihr zum Beispiel auf eine News-Seite wie Apfelticker seid oder so, wo ihr irgendwie durch die neuesten Neuigkeiten oder so durchscrollt und ihr sagt, okay, die Geschichte ist interessant, die öffne ich mir jetzt mal im Hintergrund, aber ich schaue mal, was hier noch für interessante Geschichten sind. Und dann, wenn ihr euch eure interessanten Neuigkeiten und Geschichten rausgesucht habt, öffnet ihr einfach hier den Tab-Browser und schaut auf den anderen Tabs nach, was sich da denn jetzt toll im Hintergrund geöffnet hat. Die letzte Funktion, die ich heute zeigen möchte, hat mal wieder was mit der Musik-App zu tun. Und zwar ist es eine Funktion, die von Apple mal ganz groß angepriesen wurde, die aber mittlerweile nicht mehr standardmäßig aktiviert ist, weil sie sich doch als irgendwie unpraktisch herausgestellt hat. Und zwar ist das Shake to Shuffle. Und zwar gehe ich jetzt hier einfach mal in die iPod-App rein. Ich hoffe jetzt mal, die braucht nicht allzu lang zum Laden. Und ich habe jetzt hier mal alle meine Lieder. Und wenn ich jetzt hier mal eins abspiele, dann hört ihr hier, das Lied fängt an zu spielen. Und wenn ich hier irgendwie schüttel oder so, passiert standardmäßig eigentlich nichts. Ihr könnt hier zum nächsten Lied springen. Und wenn ihr irgendwie eure Lieder per Zufall hören wollt, könnt ihr hier auch per Zufall aktivieren und die Lieder weiter springen lassen. Aber die Shake-to-Undo-Funktion ist ziemlich cool, weil die könnt ihr einfach hier in der Einstellungs-App aktivieren. Und zwar einfach unter Musik und Schüttelfunktion, weil man durch sie durchschütteln seine Musik durchschütteln kann. Ich lasse hier mal das Lied spielen. Und wenn ich jetzt schüttel, da seht ihr hier, kommen wir zu einem zufälligen neuen Lied. Das schüttel ich hier nochmal. Ah, funktioniert. Und dann seht ihr hier wieder anderes neues Lied. Oder wieder anderes neues Lied. Und wieder anderes neues Lied. Also das ist wirklich hier ziemlich cool. Und zwar sucht ihr jetzt hier die zufälligen Lieder aus eurer alle Musiktitelliste raus, weil wir daraus ja angefangen haben abzuspielen. Aber wenn ihr das zum Beispiel nur von einem Interpreten haben wollt, zum Beispiel hier von Brad Sachs, könnt ihr auch hier reingehen, hier ein Lied abspielen. Und wenn wir jetzt schütteln, werden uns nur zufällig Lieder von Brad Sachs gespielt.
Ja, das ist also eine ziemlich coole Funktion. Das einzig Blöde dabei ist nur, wenn ihr Musik hört und irgendwie dazu abdanzt, tut eure Musik sich ändern, was auch irgendwie der Grund ist, warum das nicht mehr standardmäßig eingestellt ist. Aber für Leute, die nicht so super mega abdancen, wenn sie Musik hören, ist das sicherlich eine tolle Sache. Ich mache es auf jeden Fall wieder aus, weil ich dance immer ab wie verrückt, wenn ich Musik höre. Und deswegen würde ich sagen, das war's von mir mit dieser Ausgabe von iOS Tipps und Tricks. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Kommentar, über einen Daumen hoch. Und in die Kommentare könnt ihr auch gerne reinschreiben, ob ihr die Tipps nützlich fandet, ob ihr die schon kanntet oder nicht. Und ich würde sagen, das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!